Ja, ich wünsche Ihnen einen schönen guten Tag. Ich freue mich, dass Matthias Schilling unserer Einladung hier gefolgt ist, um zur Kinder- und Jugendhilfestatistik heute zu sprechen. Das ist die letzte Vortragssitzung und am Samstag haben wir ja noch unser Planspiel. Wir treffen uns gleich noch nach dieser Sitzung in der Planspielgruppe und heute irgendwann spät abends werden Sie dann von mir noch einige Hinweise zum kommenden Samstag bekommen, wann wir genau anfangen, wo wir uns treffen. Und dann hoffe ich, dass Sie sich überraschen lassen. Jetzt freue ich mich aber erstmal über ein Thema, was sehr, sehr trocken klingt, aber wenn ich es mal ernst nehme, dazu bräuchte ich ein bisschen mehr Ruhe. Wenn Sie später irgendwo mal in der Kinder- und Jugendhilfe arbeiten sollten, dann kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass Sie mit dem, was Sie jetzt gleich hören, nicht irgendwo konfrontiert werden. Zumindest nicht, wenn Sie in der Bundesrepublik Deutschland leben. Und einer derjenigen, die das System, man kann es ja schon fast gar nicht mehr anders nennen, mit aufgebaut haben, ist Matthias Schilling. Wir kennen uns persönlich, auch schon aus Studienzeiten. Und jeder ist ein bisschen woanders gelandet. Er in Dortmund, ich hier in Osnabrück. Und ich freue mich ganz besonders, dass du gekommen bist und dass wir jetzt was über die Kinder- und Jugendhilfestatistik hören. Okay, ja, herzlichen Dank für die Einladung und ich hoffe, Ihnen etwas bisschen Spannendes, ein trockenes Thema vermitteln zu können. Wir wollen mal gucken, ob das einigermaßen klappt. Also ich bin gebeten worden, Ihnen eine Einführung in die amtliche Kinder- und Jugendhilfestatistik zu geben. Auf den ersten Blick scheint es ein trockenes Thema zu sein, aber schauen Sie sich einmal die Zeitungsausschnitte an. In den Ausschnitten geht es immer um die Kindertagesbetreuung und es werden Erkenntnisse vorgestellt, die die Öffentlichkeit aufgerüttelt haben oder aufrütteln sollten. Woher kommen nun diese Erkenntnisse? Hat sich ein Institut daran gemacht, alle Kindertageseinrichtungen zu befragen? Nein, Grundlage sind Ergebnisse der amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik. Sie sehen in der Konsequenz vielleicht doch nicht so ein trockenes Thema. Damit Sie diese Statistik besser verstehen und Ihre Möglichkeiten und Grenzen besser einschätzen könnte, habe ich folgende Punkte vorbereitet. Zunächst mal etwas zu den Rahmenbedingungen und dem Gesamtkonzept der Kinder- und Jugendhilfestatistik. Dann gehe ich auf die Erhebungsbögen der Kindertagesbetreuung, Erfassung der Kindertagesbetreuung ein. Dann kommt ein paar Aussagen zu der Periodizität und zum Erhebungsweg. Das ist, denke ich mal, ganz wichtig auch zu wissen, wie also eine Statistik entsteht, dann wo werden die Ergebnisse veröffentlicht und dann zu Auswertungsperspektiven mit einigen ausgewählten Beispielen. Sechstens gehe ich dann nochmal darauf ein, dass welche regelmäßigen Datenanalysen und Publikationen vorliegen, dort wo Sie dann eben nicht nur die Daten, sondern eben auch die kommentierten Ergebnisse finden, um dann anschließend noch ein kurzes Fazit zu machen. Somit komme ich dann zum ersten Teil. Ich werde in meinem Vortrag auf die Erhebung der Kinder und tätigen Personen in Tageseinrichtungen und öffentlicher geförderter Kindertagespflege. Ein etwas langer, sperriger Titel, also nochmal, die Erhebung heißt, oder die Statistiken heißen, Kinder und tätige Personen in Tageseinrichtungen und öffentlich geförderter Kindertagespflege. Diese Erhebungen sind Bestandteil der Statistik zur Kinder- und Jugendhilfe im Rahmen der amtlichen Statistik. Deshalb erlauben Sie mir, Sie kurz in die amtliche Statistik und das Gesamtkonzept der Kinder- und Jugendhilfe einzuführen. Die amtliche Statistik in Deutschland ist sehr weit entwickelt. Grundlage einer amtlichen Statistik ist in Deutschland immer eine gesetzliche Regelung. Dadurch ist eine hohe Rechtssicherheit gegeben. Im Falle der Kinder- und Jugendhilfestatistik ist dies sogar im Fachgesetz, nämlich im SGB VIII, also dem Kinder- und Jugendhilfegesetz, in den Paragraphen 98 folgende geregelt. Als zweites zentrales Merkmal ist die Auskunftspflicht bei der amtlichen Statistik zu nennen. Dadurch wird gewährleistet, dass ein vollständiges Bild entsteht. Bei Erhebungen ohne Auskunftspflicht besteht immer die Gefahr, dass einige keine Lust haben, daran teilzunehmen, sodass dann eine Verfälschung entsteht. Das dritte Merkmal ist die Zugänglichkeit. Nämlich die amtliche Statistik hat die Aufgabe, die Öffentlichkeit zu informieren. Es sind keine Geheimsachen, die dort verhandelt werden oder bestimmte Aufträge nur, sondern das steht insgesamt der Öffentlichkeit zur Verfügung.
Aufgrund der elektronischen Veröffentlichungsform sind die Ergebnisse inzwischen auch meist kostenlos. In Zeiten des gedruckten Tabellenbände war dies allerdings nicht so. Das vierte Merkmal ist die fachlich zentrale Aufbau der Statistik. Die Erhebungen werden federführend durch das Statistische Bundesamt entwickelt. Somit ist gewährleistet, dass einheitliche Erhebungen in ganz Deutschland, eben auch in allen Bundesländern eben stattfinden. Die statistischen Landesämter sind dann jeweils für die Durchführung der Erhebung zuständig. Darüber hinaus ist als fünftes Merkmal die Grundsätze der Neutralität, Objektivität und der wissenschaftlichen Unabhängigkeit zu nennen, eine Selbstverständlichkeit eigentlich. Die amtliche Statistik hat somit den bedeutenden Vorteil einer Vollerhebung ohne Verzerrungen und der Notwendigkeit von Hochrechnungen. Die einheitliche Erfassung in allen Bundesländern ermöglicht tragfähige und belastbare Ergebnisse. Der Nachteil der amtlichen Statistik ist allerdings darin zu sehen, dass sie sich einerseits auf wenige Erhebungsmerkmale beschränken muss und andererseits nicht so flexibel auf geänderte Anforderungen reagieren kann. Schließlich ist ja für jede Änderung auch eine Gesetzesänderung notwendig. Nun komme ich zu dem Gesamtkonzept der Kinder- und Jugendhilfestatistik. Die KJH-Statistik, abgekürzt in Kinder- und Jugendhilfestatistik, umfasst mehrere Teile. Dies sind die Hilfen zur Erziehung und sonstige Hilfen, der linke Strang, der eben von der Adoption und bis hin zu den Gefährdungseinschätzungen reicht. Hier ist der Teil 1. Teil 2, in einem weiteren Teil beschäftigt sich die Statistik eben mit den Angaben zur Kinder- und Jugendarbeit. Die Statistik zur Kinderbetreuung ist im Teil 3 festgelegt. Hier werden auch alle Einrichtungen einschließlich des Personals der Kinder- und Jugendhilfe insgesamt erhoben. Das ist hier ohne die Kindertageseinrichtungen. Aber worum es uns heute geht, ist eben, und der vierte Teil ist, dort werden Ausgaben und Einnahmen der öffentlichen Hand erfasst. Was uns heute interessiert, sind eben die jetzt grün unterlegten Teile, nämlich die Kinder in Kindertageseinrichtungen, die Kindertagespflege und die Tagespflegepersonen. Grundsätzlich gibt es auch natürlich bei den Ausgaben Angaben zu den Ausgaben für Kindertagesbetreuung. Das werde ich allerdings heute ausklammern. Somit sind zwei zentrale Aussagen festzuhalten. Die KJH-Statistik als amtliche Statistik hat eine hohe Zuverlässigkeit, muss sich allerdings auf wenige Merkmale beschränken und eine Anpassung an neuere Entwicklung ist relativ aufwendig. Zweitens, die KJH-Statistik ist ein umfangreiches Erhebungskonzept, in dem die Erhebung zur Kindertagesbetreuung integriert ist. Kurz noch zur Entwicklung der Erhebung der Kinder und tätigen Personen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. Diese Erhebungen wurden bis 2005 nur alle 4 Jahre durchgeführt und beschränkten sich auf Zählungen der Plätze in Kindertageseinrichtungen. Die Angebote der Kindertagespflege wurden zu diesem Zeitpunkt noch nicht erhoben. Angesichts einer intensiven Debatte Mitte der ersten Dekade der 2000er Jahre, aufgrund dieser intensiven Debatte seinerzeit über die Notwendigkeit des Ausbaus der Angebote für unter Dreijährige, war dies eine unhaltbare Situation. Die entscheidende Verbesserung wurde dann im Jahr 2006 umgesetzt. Die Statistik wurde auf eine jährliche Periodizität umgestellt, also vorher 4 Jahre, jetzt jährlich. Somit stehen ab 2006 Jahr für Jahr die Ergebnisse zur Verfügung. Neu ist die Erhebung der Kinder, neu in der Erhebung ist, dass Kinder erfasst werden. Vorher wurden ja nur Plätze gezählt, jetzt werden eben auch Kinder in den Tageseinrichtungen gezählt. Somit kann die reale Nutzung bzw. Inanspruchnahme beobachtet werden. Als neuer Erfassungsbereich wurde die Kindertagespflege aufgenommen. Also hinzugekommen ist die Kindertagespflege, bezogen auf Kinder und die Kindertagespflegepersonen. Diese umfangreiche Überarbeitung und Ergänzung der Statistik wurde nur möglich, dadurch, dass seinerzeit das Tagesbetreuungsausbaugesetz, der Ausbau der Betreuungsangebote für unter Dreijährige eingeläutet wurde. Die Politik brauchte dringend aktuelles Datenmaterial, um den Ausbauprozess zeitnah beobachten zu können. Soweit kurz die Rahmenbedingungen, jetzt aber zu der konkreten Ausgestaltung. Ich komme jetzt erstmal zu den Erhebungsbögen. Hier ist eben nochmal das Schema der Erhebungsbögen. Wir haben
Das ist insgesamt, so ist eben der offizielle Titel dieser Statistik. Hier werden die Kindertageseinrichtungen berücksichtigt und dann eben mit den drei Beobachtungsperspektiven Einrichtungen, Kinder, tätige Personen. Die Kinder in Kindertagespflege werden gesondert erhoben mit einem eigenen Bogen, die Tagespflegepersonen und eben auch dann noch Personen in Großtagespflegestellen und die dort betreuten Kinder. Ich gehe jetzt diese einzelnen Bögen einmal durch, damit Sie auch sehen, welche Möglichkeiten eben dort existieren, was eben erfasst wird. Zunächst mal eben zu dem Unterbereich Einrichtungen. Hier wird erfasst die Art des Trägers, die Rechtsform des Trägers. Dann wird noch erfragt, ob es sich um einen Betriebskindergarten handelt oder andere oder eine organisierte Einrichtung einer Elterninitiative. Hier sehen Sie, so ist der Originalbogen. Dort werden dann eben die entsprechenden Angaben, muss jede Einrichtung machen. Somit komme ich dann eben zu der Erfassung der Kinder. Sie sehen hier die einzelnen Merkmale, die eben aufgeführt werden. Und pro Kind muss eben eine Zeile ausgefüllt werden. Das heißt, also eine Einrichtung, in der 100 Kinder sind, 200 Kinder, müssen eben 100 oder 200 Zeilen dort ausgefüllt werden. Und folgende Merkmale sind dabei zu berücksichtigen. Erstmal ganz wichtig, in welcher Gruppe ist das Kind? Eine Gruppenzuordnung. Dadurch hat man ganz tolle Möglichkeiten, nachher auf der Gruppenebene eben auch Auswertungen zu machen. Dann wird das Alter erhoben, und zwar eben durch Geburtsjahr und Geburtsmonat. Geburtstag durfte nicht erhoben werden, weil das unter datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten zu problematisch gewesen wäre. Das Geschlecht, die vertraglich vereinbarten Betreuungszeiten, die Wochenendbetreuung, geteilte Nutzungszeiten, Mittagsbetreuung, Schulbesuch. Ganz interessant ist eben zur Bestimmung des Migrationshintergrundes. Dort wird erfasst die ausländische Herkunft mindestens eines Elternteils und in der Familie gesprochene Sprache, Deutsch oder Nichtdeutsch. Ebenso wird etwas zur Eingliederungshilfe in den Einrichtungen nach drei Behinderungsarten, nämlich körperlich, geistige oder drohende seelische Behinderung, erfasst. Jetzt kommen wir eben zu dem Personal. Hier werden auch mehrere Merkmale entsprechend pro Person eben erfasst. Dort natürlich die Grundmerkmale, Geschlecht, Alter, die Stellung im Beruf, insbesondere eben, ob es sich um befristete oder unbefristete Arbeitsverhältnisse handelt. Und dann kommen eben auch noch die Arbeitsbereiche, werden aufgeführt. Das ist hier, das ist eine ganz interessante Geschichte. Weil eine Person kann ja auch mehrere Tätigkeiten in einer Einrichtung ausüben, kann Gruppenleitung sein, gleichzeitig kann in einer anderen Gruppe dann auch noch andere Tätigkeiten ausüben. Und dieses ist eben auch wichtig, dass das den einzelnen Gruppen zugeordnet wird, um nachher, da komme ich später nochmal drauf, um solche Aussagen zum Beispiel zum Personaleinsatz pro Gruppe machen zu können. Somit komme ich dann auch zu den Kindern in Kindertagespflege. Hier auch den Erhebungsbogen. Hier wird auch eben pro Kind Alter und Geschlecht erfasst, um analog zu den Kindertageseinrichtungen beurteilen zu können, ob Kinder mit Migrationshintergrund daran teilnehmen, wird das hier eben auch erfasst. Dann gibt es eben noch das Verwandtschaftsverhältnis, was eben wichtig ist zu wissen, ob es sich um Kinder aus der Verwandtschaft oder fremdbetreute Kinder handelt. Die vertraglich vereinbarten Betreuungszeiten, erhöhter Förderbedarf, Umfang der öffentlichen Finanzierung, gleichzeitige und andere Betreuungsarrangements und der Schulbesuch. Sie sehen relativ viele Merkmale. Ich könnte jetzt zu jedem Einzelnen etwas vertiefend sagen, aber ich gehe dann lieber bei konkreten Auswirkungen, Wertungen darauf ein. Jetzt kommen wir zu den Tagespflegepersonen. Hier auch wieder Alter und Geschlecht. Dann wird der höchste Berufsausbildungsabschluss erfasst, gemäß einer Liste. Dann wird nach einem abgeschlossenen Qualifizierungskurs für die Kindertagespflege gefragt. In der Regel ist diese Qualifizierung die Voraussetzung, um in einem Jugendamtsbezirk überhaupt Kindertagesbetreuung anzubieten. Da der Umfang stark variiert, wird hier nach dem Stundenumfang des Qualifizierungskurses gefragt. Also Mindestanforderungen werden zurzeit 160 Stunden diskutiert. Tendenz allerdings deutlich steigend. Der Vollständigkeit halber habe ich dann noch
laufende Qualifizierungskurse abgefragt. Abschließend sind noch Angaben zur Anzahl der Kinder zu machen. Ebenso wird noch nach dem überwiegenden Ort der Betreuung gefragt. Dies ist wichtig, um einerseits die sogenannten Kinderfrauen, die Betreuung findet in der Wohnung der Eltern statt, und andererseits zwischen der klassischen Kindertagespflege und in den eigenen Räumen und der eher berufsorientierten Kindertagespflege, die eher in anderen Räumen stattfindet, zu unterscheiden. Nachteil bei der Erhebung, Erfassung der Kindertagespflege und der Tagespflegepersonen ist die getrennte Erhebung. Dadurch können in der Auswertung die Merkmale der Tagespflegepersonen nicht mehr auf die Merkmale der Kinder bezogen werden. Und wichtige Informationen über die Ausgestaltung der Kindertagespflege gehen somit verloren. Als die Statistik konzipiert wurde, konnte man noch nicht einschätzen, ob die Zuordnung der betreuten Kinder zu den Tagespflegepersonen bei den auskunftspflichtigen Jugendämtern einfach möglich sein wird. Die Trennung stellt deshalb einen Kompromiss dar. Hier ist sicherlich noch weiter kritisch zu prüfen, ob die beiden Meldebögen nicht mal zusammengeführt werden können, wie eben bei den Kindertageseinrichtungen. Somit komme ich dann zu dem letzten Bereich, Personen in Großtagespflegestellen und die dort betreuten Kinder. Im Rahmen des absehbaren massiven Ausbaus für die Betreuung von unter Dreijährigen in Westdeutschland wurde vorgeschlagen, dass sich mehrere Tagespflegepersonen zusammentun und mehrere Kinder in angemieteten Räumen betreuen. Vorteil dieser Form ist, dass die Tagespflegepersonen nicht vollkommen alleine dastehen, sich austauschen, aber auch vertreten können, zum Beispiel bei Krankheit. Kritisch ist dabei, dass diese Form der Betreuung sehr stark in die Nähe von Kleinstkindertageseinrichtungen kommt. Allerdings ohne die räumlichen, sächlichen und qualifikatorischen Anforderungen einer Kita ausfüllen zu müssen. Vielleicht wird ja am Samstag auch eine besondere Anforderung für Sie sein, dass Sie nicht eine Kita... Achso, also ich weiß noch. Okay. Vielleicht kann man das in dem Planspiel sowas auch mit berücksichtigen. Gut, aufgrund dieser fachlichen kritischen Debatte wurde die Notwendigkeit gesehen, die Anzahl der Großtagespflegen eben ab 2012 zusätzlich zu erheben. Sie sehen also ein relativ einfacher Erhebungsbogen. Jetzt komme ich zur Periodizität und dem Erhebungsweg. Die Periodizität ist schnell abgehandelt. Alle Erhebungen werden jährlich durchgeführt und dies seit 2006. Der Stichtag für die Erhebung ist der 1. März jeden Jahres. Bis einschließlich 2008 war es allerdings der 15. März. Die ursprüngliche Idee, die Mitte eines Monats als Durchschnittswert für einen Monat heranzuziehen, hat sich nicht als praktikabel erwiesen, da dies negative Auswirkungen auf die Bestimmung des Alters hatte. Für die Bestimmung des Alters stehen ja nur Geburtsmonat und Geburtsjahr zur Verfügung, nicht der Geburtstag. Somit konnte das Alter der Kinder immer nur mit einer Unsicherheit von 15 Tagen bestimmt werden. Durch den Wechsel auf den ersten Monat des Tages beträgt die Unsicherheit nur noch einen Tag. Nun aber zu dem Erhebungsweg der Statistik. Grundsätzlich muss zwischen der Erhebung der Kindertageseinrichtung und der Kindertagespflege unterschieden werden. Bei der Kindertageseinrichtung sind die Einrichtungen auskunftspflichtig und bei der Kindertagespflege sind die Jugendämter auskunftspflichtig. Zunächst zu den Kindertageseinrichtungen. Um eine vollständige Erhebung durchführen zu können, müssen natürlich sämtliche Adressen aller Einrichtungen, Kindertageseinrichtungen zusammengetragen werden. Und in Deutschland sind dies immerhin 52.000 Einrichtungen, die jährlich befragt werden. Diese Aufgabe wird von den statistischen Landesämtern erfüllt. Allerdings bei der Recherche der Adressen werden sie von den Landesjugendämtern unterstützt, die im Rahmen der Betriebserlaubnisse eigentlich jede Adresse jeder Einrichtung kennen müssten. Wenn die statistischen Landesämter alle Adressen zusammen haben, werden die Erhebungsbögen an die Einrichtungen verschickt und aufgefordert, die Meldungen elektronisch über die eigenen Verwaltungsprogramme, die Erhebungsbögen in den Einrichtungen verschickt, dort ausgefüllt oder beziehungsweise aufgefordert, in ihren Verwaltungsprogrammen entsprechende Meldungen auszulösen. Dann erst sind die Einrichtungen gefragt, sie müssen nämlich die Bögen entsprechend ausfüllen. Wir sind jetzt hier beim Ausfüllen der Erhebungsbögen, Bearbeitung der Erhebungsbögen in den Einrichtungen. Dann erfolgt die Rücksendung und in den statistischen Landesämtern werden die Bögen eben gesammelt und vor allen Dingen eben wird geguckt, dass auch alle geantwortet haben.
Ich hatte ja schon gesagt, es besteht die Auskunftspflicht und alle diejenigen, die angeschrieben worden sind, müssen antworten. Wer nicht antwortet, wird mehrfach aufgefordert und es kann sogar so weit kommen, dass es zu einem Bußgeldbescheid kommt, wenn eine Einrichtung nicht antwortet. Dann werden die Daten erfasst und aufbereitet. Bei dieser Datenerfassung erfolgt eine sogenannte Plausibilitätskontrolle. Es kann ja sein, dass sich jemand zum Beispiel verschrieben hat, dass er sich bei dem Eintrag des Geburtsjahres anstatt 2010 2000 eingetragen hat. Dadurch wird das Kind plötzlich in der Auswertung, es ist nicht 5 Jahre, sondern eben 15 Jahre alt. Das heißt also, diese Dinge werden dann in den statistischen Landesämtern kontrolliert und auch sehr gewissenhaft eben auch nachrecherchiert. Sie können sich vorstellen, bei 52.000 Einrichtungen, bei, wir werden es gleich sehen, 3,4 Millionen Kindern, das sind Angaben jeweils zu 3,4 Millionen Kindern, ist das natürlich ein erhebliches Unterfangen, dort wirklich zuverlässige Daten zu bekommen. Jetzt komme ich zu der Kindertagespflege. Der Erhebungsweg der Kindertagespflege und Tagespflegepersonen unterscheidet sich von den Einrichtungen nur am Anfang. Hier sind ja nicht die Tagespflegepersonen auskunftspflichtig, sondern die Jugendämter. Die Jugendämter sind den statistischen Ämtern ja bekannt durch die anderen Erhebungen der Kinder- und Jugendhilfe und von daher relativ einfach zu identifizieren. Die Jugendämter erhalten eben die Erhebungsbögen, müssen diese ausfüllen und inzwischen werden allerdings vielfach die Meldungen auch über Verwaltungsprogramme generiert. Alle weiteren Schritte sind dann so wie bei den Kindertageseinrichtungen. Jetzt komme ich zu den Veröffentlichungen der Ergebnisse. Die Erhebungstabellen werden von den statistischen Ämtern und die Zusammenfassung aller Ergebnisse vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht. Inzwischen, das ist jetzt eben die Veröffentlichung des Statistischen Bundesamtes, inzwischen sind dies alles Online-Publikationen. Bei der Publikation werden 2 Formen unterschieden. Die PDF-Fassung, die ich Ihnen jetzt aufgeführt habe, die für Nutzer geeignet ist, die einzelne Werte nur nachschauen wollen. Und die andere Form sind aufbereitete Excel-Tabellen. Hier einmal so ein Screenshot von einem Excel-Sheet. Letztere sind natürlich für den interessierten Nutzer hilfreich, weil schnell eigene Ergebnisse dann eben auch erzeugt werden können, beziehungsweise Zusammenfassungen vorgenommen werden können. Sie sehen unten jeweils in den Reitern sind dann die einzelnen Tabellen aufgeführt. Die Ergebnisse sind auf der Internetseite des Statistischen Bundesamtes, da muss man ein bisschen suchen, das findet man nicht immer sofort, man muss gucken bei Publikationen, dann bei thematischen Veröffentlichungen, dann gibt es links die Rubrik Soziales, darunter dann wieder Kinder- und Jugendhilfe. Und da finden Sie dann eben auch die Kindertageseinrichtungen und die Kindertagespflege. Wie sind nun die Tabellenbände aufgebaut? Oder anders gefragt, wo findet man eigentlich was? Grundsätzlich sind die Veröffentlichungen so aufgebaut, dass jedes Erhebungsmerkmal mindestens einmal vorkommt. Dann wird weiterhin grundsätzlich bei den Kindertageseinrichtungen zwischen 3 Auswertungsperspektiven unterschieden. Dies sind Ergebnisse zu den Einrichtungen, also wie viele Einrichtungen, welche Art von Einrichtungen, Träger der Einrichtungen und so weiter. Dies finden Sie in Tabelle 1 bis 4. Dann zu den tätigen Personen, wenn es um das Alter, das Geschlecht, Beschäftigungsumfang, die Qualifikation geht. Das finden Sie in Tabelle 6 bis 12. Und schließlich die Kinder in den Kindertageseinrichtungen finden Sie bei Tabelle 20 bis 25. Der nächste Block beschäftigt sich dann eben ausschließlich mit der Kindertagespflege und den Kindertagespflegepersonen. In einem weiteren Block werden dann Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege in 2 Übersichtstabellen zusammengeführt. Das ist deshalb in den Tabellen T40 und bis T42, das ist deshalb wichtig, weil es ja durchaus sein kann, gerade bei den unter 3-Jährigen, dass Kinder eine Kindertageseinrichtung besuchen und ergänzend noch in Kindertagespflege sind. Zum Beispiel, wenn die relativ früh schließen, die Kindertageseinrichtung, dann und nachmittags eben eine Betreuung notwendig ist. Nur wenn man eine Versorgungsquote berechnet, dann würde man diese beiden Kinder ja dieses eine Kind doppelt zählen. Und deswegen ist es wichtig, dass eben diese Ergebnisse bereinigt werden, nämlich bei den Tagespflegekindern
die Tagespflegekinder, die auch gleichzeitig eine Einrichtung besuchen werden, herausgerechnet. Dann im T100 sind dann die Großtagespflegen aufgeführt. Als zusätzlichen Service gibt es dann noch die Ländertabellen mit ausgewählten Ergebnissen und Zeitreihen auf Bundesebene. Gerade die letzten Tabellen sind sehr hilfreich, da man sonst, wenn man zum Beispiel wissen will, was ab 2006 passierte, sonst 9 Tabellenbände sich angucken muss, aus jedem Einzelnen herauskommt, wie denn die Versorgungsquote zum Beispiel für unter Dreijährige ist oder der Anteil der Erzieherinnen in Kindertageseinrichtungen. Und jetzt wird es vielleicht, das ist ein bisschen trocken gewesen natürlich, jetzt kommen wir zu einigen Ergebnissen, die vielleicht dann ein bisschen interessant. Achso, das Letzte wollte ich noch verweisen darauf, dass es auch noch für besonders Interessierte die Möglichkeit gibt, nicht nur die Standardtabellen auszuwerten und sich anzugucken, sondern eben auch in sogenannten Forschungsdatenzentren der statistischen Ämter kann man mit den Rohdaten arbeiten. Und Sie hatten ja gesehen, wie viele Merkmale im Einzelnen dort erhoben werden. Und die können natürlich in Tabellenbänden nicht alle kombiniert dargestellt werden. Und man hat eben die Möglichkeit, als Wissenschaftler, als Student bei Forschungsprojekten sicherlich auch, dort eben entsprechende Auswertungen und Analysen zu machen. Somit komme ich zu den Auswertungsperspektiven und einige ausgewählte Beispiele dazu. Die Ergebnisse der Kinder- und Jugendhilfestatistik können für sehr unterschiedliche Analysen herangezogen werden. Im Rahmen dieser Veranstaltung können natürlich nicht alle Möglichkeiten aufgezeigt werden. Ich beschränke mich daher auf ausgewählte Analysen und Auswertungen, mit denen Sie im Studium, aber auch in der Fachdebatte für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung konfrontiert werden. Folgende Punkte werde ich dabei behandeln. Die Beschreibung der aktuellen Situation durch Eckwerte im Rahmen von Häufigkeitsauszählungen, Beschreibung von Entwicklungen, regionale Analysenvergleiche, die Qualifikation der tätigen Personen in Kindertagespflege und Beobachtung von Qualitätsentwicklungen in der Kindertageseinrichtung. Somit komme ich zum ersten. Das ist jetzt ein bisschen klein, das soll auch eigentlich deutlich machen, dass es eben hier darum geht, mehrere Eckwerte eben nebeneinander zu stellen. Zunächst einmal möchte ich Ihnen die Häufigkeit, die Zahlen mit den Zahlen Häufigkeitsverteilung darstellen. Dabei geht es um schlichte Auswertungen und zur Anzahl zum Beispiel der Einrichtung, der Anzahl der betreuten Kinder, Anzahl der tätigen Personen. Ich habe Ihnen hier einmal ein Übersichtstableau mitgebracht, das wir bei uns auf der Internetseite auch regelmäßig veröffentlichen unter dem Rubrik Analysen. Hier geht es zunächst einmal um ein paar Eckwerte. Wie viele Kinder werden in Deutschland überhaupt betreut? Zum Stichtag 1. März 2014 waren es immerhin 3.441.853, davon ca. 3,3 Millionen in Kindertageseinrichtungen und 128.000 in Kindertagespflege. Hier interessiert natürlich sofort das Verhältnis zwischen diesen beiden Werten. Die Kindertagespflege hat mit einem prozentualen Anteil von gerade mal 3,7%, also diese 128.000 im Verhältnis zu den 3,4 Millionen, nur eine geringe Bedeutung im Bereich der frühkindlichen Bildung. Nächster Eckwert. Das Personal in Kindertageseinrichtungen beläuft sich inzwischen auf 609.000 Personen. In der Regel interessiert aber nicht so sehr, wie viele Hauswirtschaftskräfte und Hausmeister in der Kita arbeiten. Interessant sind die pädagogisch Tätigen und einschließlich der Leitungskräfte. Diese beliefen sich auf 522.000. Auch hier ist wieder die Frage, ist das viel, ist das wenig? Dazu benötigt man natürlich einen Referenzwert. Man könnte zum Beispiel die Anzahl der Lehrer, in allgemeinbildenden Schulen heranziehen. Dies sind ca. 700.000. Durch diesen schlichten Vergleich wird schon deutlich, dass die frühkindliche Bildung schon einen erheblichen gesellschaftlichen Stellenwert erreicht hat. Nächster Eckwert. Dieser untergliedert nun die betreuten Kinder nach Altersgruppen. Bei den unter Dreijährigen werden 561.000 in Einrichtungen und 99.000 in Kindertagespflege betreut. Zusammen sind es insgesamt 660.000 Kinder. Sie sehen schon,
Die Kindertagespflege hat hier eine ganz andere Bedeutung, nämlich mit knapp 18%. Vorher hatten wir an allen eben nur 3,7%. Das zeigt, dass die Kindertagespflege ist insbesondere bei den unter Dreijährigen, hat das eine große Bedeutung, da offensichtlich eben auch eine wichtige Bedeutung. Die absoluten Zahlen sind immer schwierig einzuschätzen, deswegen auch hier bezieht man das in der Regel dann auf die altersentsprechende Bevölkerung und kommt dann eben zu einer Versorgungsquote. Wenn wir uns jetzt hier die Kinder unter 3 Jahren, haben wir eben hier eine Versorgungsquote von 32,3%. Im Kindergarten, das ist jetzt hier der Kindergartenbereich, sehen Sie, haben wir fast praktisch eine Vollversorgung mit 93% aller Kinder dieser Altersgruppe. Dann gibt es noch Eckwerte zum pädagogischen Personal in Tageseinrichtungen. Da interessiert zum Beispiel das Beschäftigungsvolumen aller Beschäftigten, gemessen in sogenannten Vollzeitäquivalenten. Dabei werden alle Beschäftigungszeiten aufsummiert und durch die üblichen wöchentlichen Arbeitszeiten dividiert. Das finden Sie eben hier, diese sogenannten Vollzeitäquivalente. Das ist natürlich insbesondere interessant, in der zeitlichen Entwicklung sich das anzuschauen. Ein wichtiger Punkt, der schon in Richtung Qualität der Kindertageseinrichtung geht, ist die Qualifikation des Personals. Das sind jetzt hier eben Qualifikationen des Personals, fachpädagogisch mit Hochschulausbildungsabschluss, mit Fachschulabschluss und Berufsfachschulabschluss und sonstiger Ausbildung. Sie sehen also hier, dass eben die Hochschulabsolventen gerade einmal einen Anteil von 5,2% haben. Das ist natürlich für Sie, denke ich mal, die vielleicht auch in dieses Arbeitsfeld einmal hineinkommen wollen, sehen schon, dass eben dieses sehr stark eben dominiert ist durch die Erzieherinnen bzw. die Kinderpflegerinnen, die sich eben in diesen Bereichen hier verbergen. Das sind die Kinderpflegerinnen mit 14%, die Erzieherinnen mit 70%. Das sind einfach wichtige Merkmale, die beobachtet werden müssen, wobei man sich in der zeitlichen Entwicklung zeigt sich eben auch schon, dass hier eben dieser Anteil um zumindest zum Vorjahr leicht gestiegen ist. Im zweiten Teil des Tableaus geht es dann nur noch um die Tagespflegepersonen und die Einrichtungen. Bei den Einrichtungen ist besonders interessant, wie viele der Einrichtungen von öffentlichen und freien Trägern betrieben werden. An den Ergebnissen sehen Sie, dass etwa ein Drittel, also 33%, von öffentlichen und 2/3 von freien Trägern betrieben werden. Das sind jetzt hier eben die Einrichtungen öffentlicher Träger, die entsprechende Anzahl. Ich hatte vorhin von 52, inzwischen haben wir 2014 haben wir schon 53.000 Einrichtungen. Also hier die prozentualen Anteile. Bezogen auf die freien Träger der Jugendhilfe, dahinter verbergen sich natürlich christliche Kirchen, die evangelischen, die katholischen Kirchen, die Kirchengemeinden, die Arbeiterwohlfahrt, das Deutsche Rote Kreuz, Einrichtung des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Sie werden sicherlich im Laufe Ihres Studiums diese Struktur der freien Wohlfahrtspflege noch sicherlich vertieft behandeln. In den Tabellen ist Ihnen sicherlich schon aufgefallen, dass es noch weitere Spalten gibt. Also hier sind die Veränderungen auch zum Vorjahr jeweils dann aufgeführt. Das sind die Veränderungen zum Vorjahr mit den prozentualen Veränderungen. Und damit komme ich dann auch schon zu meiner nächsten Auswertung oder Perspektive, nämlich die zeitliche Entwicklung sich genauer anzugucken. Ausgewählt habe ich jetzt hier die Entwicklung der unter Dreijährigen, die in Kindertageseinrichtungen oder in Kindertagespflege betreut werden. Aufgeführt ist die Entwicklung seit dem Jahre 2006. Sie haben jeweils hier unten aufgeführt, die einzelnen Jahre. Die Anzahl der betreuten Kinder ist kontinuierlich von ursprünglich 286.000 auf 660.000 innerhalb dieses Zeitraumes gestiegen. Ein Zuwachs von fast 375.000 betreuten Kindern. Prozentual handelt es sich um eine Zunahme von 131%. Also mehr als verdoppelt hat sich die Anzahl der betreuten Kinder in diesem Zeitraum. In der Abbildung wird zusätzlich zwischen West- und Ostdeutschland unterschieden. Der Anstieg in Westdeutschland ist erheblich stärker ausgefallen, von 137.000 hier unten bis auf knapp 450.000.
eine Zunahme insgesamt um 313.000 Kinder unter Dreijährige. Eine prozentuale Steigerung um 230%, also eine Verdreifachung fast dieses Angebotes. In Ostdeutschland ist die Zunahme deutlich geringer ausgefallen. Hier angefangen von 149.000 auf 211.000 betreute Kinder, eine Zunahme um 62.000. Das ist natürlich eine riesige Herausforderung für den gesamten Bereich gewesen, diese entsprechenden Angebote auch zu schaffen, entsprechendes Personal auch zu rekrutieren. Worauf ist diese Zunahme nun zurückzuführen? Anfang der ersten Dekade der 2000er Jahre wurde sehr deutlich, dass sich die Kinderbetreuungssituation unter dem Gesichtspunkt der Vereinbarkeit von Familie und Beruf immer noch als sehr unbefriedigend darstellte. Betreuungsangebote für unter Dreijährige gab es in Westdeutschland kaum. Junge Mütter hatten kaum eine Chance, vor dem dritten Geburtstag ihres Kindes wieder einer Berufstätigkeit nachzugehen. Dieser Mangel wurde von der Politik aufgegriffen und 2005 im Rahmen des Tagesbetreuungsausbaugesetzes wurde dann ein bedingter Rechtsanspruch eingeführt, der zur ersten Ausbauwelle in Westdeutschland führte. Allerdings wurde schnell klar, dass die gesteckten Ziele nicht ausreichen werden und so wurde Ende der ersten Dekade der 2000er Jahre, also 2009, der Rechtsanspruch und diesmal ohne Bedingungen für die Ein- und Zweijährigen eingeführt, beziehungsweise erstmal festgelegt. Festgelegt wurde dies im Kinderförderungsgesetz, was abgekürzt KiföG auch genannt wird. Da der geschätzte Bedarf bei einer Betreuungsquote von ca. 35% lag, also man ging davon aus, dass man ungefähr 35% braucht, um ein bedarfsgerechtes Angebot zu schaffen. Im Jahr 2009 gab es aber eben nur 14% und deswegen wurde eben dann auch eine gewisse Karenzzeit gelassen, um diesen Rechtsanspruch nach und nach umzusetzen und dann wurde der 1. August 2013 als entsprechender Stichtag festgelegt, an dem eben der Rechtsanspruch dann definitiv galt. Und Sie sehen eben auch vor allem dann hier, dass zwischen, das sind jetzt im Grunde genommen der Zeitraum, in dem der Rechtsanspruch dann galt, hier eben ein Zuwachs eben um fast 60.000 Plätze eben stattgefunden hatte. In den Vorjahren waren es immer um die 30.000. In Ostdeutschland ist eine andere Entwicklung zu beobachten. Es gab auch kontinuierliche Zuwächse, aber nicht so stark wie in Westdeutschland. Dies hängt damit zusammen, dass in Zeiten der DDR die außerfamiliale Betreuung auch der Ein- und Zweijährigen der Normalfall war. Die Berufstätigkeit der Frau hatte in der DDR einen ganz anderen Stellenwert. Allerdings hatten die Umbruchssituationen nach der Wende zunächst dazu geführt, dass die Versorgungsquoten sogar zurückgingen. Ab 2006, nicht zuletzt aufgrund der Verbesserung der Beschäftigungsmöglichkeiten, nahmen dann die Betreuungsbedarfe wieder zu. Dies ist der erwähnte Zuwachs um 62.000. Diese Darstellung der absoluten Zahlen verdeutlicht die Dimensionen, in denen sich der Ausbau bewegt, nämlich eben Zuwachs von 375.000 betreuten Kindern. Aber die Entwicklung muss relativ zur Anzahl der unter dreijährigen Kinder in der Bevölkerung gesehen werden. Sonst wird nicht deutlich, dass die Versorgung in Ostdeutschland deutlich besser ist als in Westdeutschland. Deshalb noch eine weitere Abbildung, in der die Entwicklung der Versorgungsquoten bzw. Inanspruchnahmequoten in Ost- und Westdeutschland dargestellt sind. Hier wird erst einmal die große Diskrepanz zwischen der Versorgungssituation in West- und Ostdeutschland sichtbar. In Westdeutschland wurden unter großen Anstrengungen die Versorgung von einer Quote von 7,9% im Jahr 2006 auf 27,4% erhöht. Allerdings ist dies nicht einmal der Ausgangswert in Ostdeutschland im Jahre 2006. Seinerzeit betrug die Quote in Ostdeutschland schon 39,3%. Und die Versorgungssituation wurde noch weiter ausgeweitet. Inzwischen nutzen um die 52%, also das ist hier von 39, diese blaue Linie ist Ostdeutschland. Diese einfachen Beispiele machen aber deutlich, welchen besonderen Wert die regelmäßigen Erhebungen als Vollerhebung hat. Die Entwicklungen können exakt nachgezeichnet werden und unter fachlichen Gesichtspunkten interpretiert werden. Die Analysen können hier natürlich noch erheblich weiter vertieft werden. Zum Beispiel
Welche Bedeutung hat die Kindertagespflege bei den unter Dreijährigen? Wir hatten gerade festgestellt, ein Anteil von 18%. Wie sind die täglichen Betreuungszeiten? Welche Entwicklungen haben sich ergeben? Wie sieht die Entwicklung im Kindergarten aus, also bei den Dreijährigen? Gibt es dort inzwischen eine Vollversorgung? Wie sieht die Entwicklung bei Kindern mit Migrationshintergrund aus? Sie sehen eine Vielzahl von Fragen, die sich hier natürlich nicht beantworten, die ich hier nicht beantworten kann. Ich möchte Sie aber ein bisschen neugierig machen und vielleicht behandeln Sie die eine oder andere Fragestellung auch in Ihrer nächsten Hausarbeit. Nun zu einem anderen Aspekt der Kindertagesbetreuung, nämlich den Personen in der Kindertageseinrichtung der Kindertagespflege. Als nächstes zeige ich Ihnen die Entwicklung der Anzahl der pädagogisch tätigen Personen. Die Anzahl hat erheblich zugenommen. Die Anzahl ist von hier 383.000 im Jahr 2006 auf 567.000 im Jahr 2014 angestiegen. Dies sind 184.000 Personen mehr, die im Feld beschäftigt sind. Dies ist eine ungeheure Anzahl. Noch nie hat es in der Kinder- und Jugendhilfe so einen rapiden Zuwachs in so kurzer Zeit gegeben. Hier fragt man sich natürlich, wo kommen so kurzfristig so viele ausgebildete Fachkräfte her? Vertiefende Analysen haben gezeigt, dass die zusätzlichen Fachkräfte etwa zur Hälfte direkt von den Fachschulen und Berufsfachschulen gekommen sind und die andere Hälfte sind Wiedereinsteigerinnen bzw. Wiedereinsteiger oder zum Teil auch Quereinsteigerinnen. Dies ist jetzt nur die quantitative Dimension, also wie viele Personen sind mehr in das Feld hineingekommen. Die Statistik kann aber auch Antworten auf weitere personenspezifische Fragestellungen geben, wie zum Beispiel, wie hat sich die Altersstruktur verändert? Wie viele Männer arbeiten eigentlich als Fachkräfte in diesem Feld? Ist es ein attraktives Feld mit vielen Vollzeitstellen und unbefristeten Stellen? Wie sieht die Qualifikation der pädagogisch Tätigen aus? Welche Bedeutung haben Fachkräfte mit einem einschlägigen Hochschulstudium? Sie sehen auch hier eine Vielzahl von Fragestellungen. Bisher habe ich nur zwischen West- und Ostdeutschland unterschieden. Allerdings können auch alle Auswertungen und Analysen für jedes einzelne Bundesland oder auch im Vergleich der Bundesländer durchgeführt werden. Allerdings ist damit das Auswertungspotenzial unter regionalen Gesichtspunkten noch nicht ausgeschöpft. Die Ergebnisse sind auch auf der Ebene der kreisfreien Städte und Kreise verfügbar. Somit können auch Auswertungen für alle Jugendämter in Deutschland gemacht werden. Dann komme ich jetzt zu diesem anderen Aspekt, nämlich regionale Analysen. Hier habe ich Ihnen einmal eine Auswertung der Versorgungsquote für unter Dreijährige in allen Jugendamtsbezirken. Es sind 560 Jugendamtsbezirke im Jahre 2014 mitgebracht. Ich will nicht im Detail auf die einzelnen Ergebnisse eingehen. Worauf ich hinweisen möchte, ist die große Spannweite zwischen der Inanspruchnahme. Dass es erhebliche Unterschiede gibt, haben wir schon im Vergleich zwischen West- und Ostdeutschland gesehen. Allerdings sind in Westdeutschland ebenfalls erhebliche Unterschiede zwischen den Jugendamtsbezirken zu beobachten. Greifen wir mal das Beispiel Niedersachsen heraus. Diejenigen kennen wahrscheinlich dann hier auch noch wo. Sehen also hier die blauen, sie sind eine geringe Quote, unter 18%, steigt jeweils hoch bis zur dunkelgrünen, das sind mehr als 46% Versorgungsquote. Sie sehen einerseits in Ostdeutschland hohe Versorgungsquoten, flächendeckend, in Westdeutschland noch ein Flickenteppich eigentlich und der eben von der Spannweite hier im Emsland von unter 18% bis hin hier in Richtung Wolfsburg, wo eben ich glaube, das ist jetzt 35% inzwischen erreicht werden. Also eine riesige Spannweite und dieses wird eigentlich nur durch so eine Vollerhebung deutlich. Ich will jetzt nicht so sehr auf die Ergebnisse, sondern auf die grundsätzlichen Möglichkeiten der Statistik hinweisen. Diese Auswertung werfen viele Fragen auf. Woher kommen die großen Unterschiede? Sind die Betreuungswünsche der Eltern so unterschiedlich? Oder ist einfach das Angebot so gering und viel vielleicht so schlecht, dass die Eltern gar nicht dieses in Anspruch nehmen wollen? Hierzu gibt es einige Analysen, auf die ich aus Zeitgründen gar nicht eingehen kann. Die Ergebnisse sind im sogenannten Betreuungsatlas von meiner Kollegin Eva Strunz dargestellt und analysiert worden. Mal sehen, ob der jetzt kommt. Genau. Finden Sie auch bei uns auf der Internetseite bei Kindertagesbetreuung und das nennt sich Kita vor Ort.
Dort finden Sie eben diese vielfältigen Analysen auf der Jugendamtsebene. Dort finden Sie dann auch entsprechende Indikatoren zu allen anderen Bereichen der Kindertagesbetreuung, wie das Verhältnis zur Kindertagespflege, die Qualifikation des Personals und so weiter. Jetzt komme ich zu einem weiteren Thema, nämlich der Qualifikation der Kindertagespflegepersonen. Ich hatte Ihnen ja gesagt, dass ab 2006 die Kindertagespflegepersonen auch erfasst werden in der Kinder- und Jugendhilfe. Und zwar, die Kindertagespflegepersonen werden ja oftmals auch noch als Tagesmütter oder Tagesväter bezeichnet. Dies ist deshalb so interessant, da ab dem Jahre 2006 die Qualifikation, die Qualitätsanforderungen an die Tagespflege erhöht wurden. Bis 2006 war die Kindertagespflege nicht gesetzlich geregelt. Jeder konnte Tagespflege machen, der es eben wollte oder sich dazu berufen fühlte. Es oblag den Eltern selbst, eine Tagesmutter zu suchen, und auf die Qualifikation mussten die Eltern selber achten. Im Jahre 2006 wurde dann die Genehmigungspflicht eingeführt und es wurde gesetzlich festgelegt, dass die Tagespflegepersonen auch über eine entsprechende Qualifikation verfügen müssen. Schauen wir mal, wie im Jahre 2006 in Westdeutschland dies aussah. Das ist jetzt hier, der untere Bereich ist Westdeutschland. Wir haben hier, der rote Bereich ist ohne formale Qualifikation. Hier Qualifikationskurse zwar absolviert, aber unter 160 Stunden. Sie erinnern sich vielleicht, der Meldebogen musste man ja angeben, Kategorien des Umfangs der Qualifikation, des Qualifikationsnachweises. Und hier haben wir jetzt eben, sehen wir, 37% hatten keine formale Qualifikation, 34,6% waren eben an einem geringen Qualifikationskurs. Und Sie sehen, wie sich das eben doch erheblich innerhalb dieser 6 Jahre verändert hat. Eigentlich hätten wir da eben schon starten müssen, dass es zumindest diesen roten Balken gar nicht hätte geben dürfen. Aber die Statistik macht jetzt nochmal deutlich, wie sich dieses Ganze entwickelt hat, nämlich von 70% auf knapp 27% wurde dieser Anteil inzwischen verbessert. Allerdings zeigt die Statistik eben auch noch, 27% der Tagespflegepersonen sind unter fachlichen Gesichtspunkten eigentlich nicht ausreichend formal qualifiziert. Jetzt komme ich zu dem, was ich schon vorhin verschiedentlich erwähnt hatte, dass man ja auf der Gruppenebene auch Kinder und einen Personalschlüssel berechnen kann. Nun komme ich zum letzten Beispiel der Auswertung. In diesem Bereich möchte ich Ihnen zeigen, dass durchaus komplizierte Berechnungen durchgeführt werden müssen und wir mit diesen auch qualitative Aspekte der frühkindlichen Bildung beobachten können. Es geht um den Personaleinsatz. Also wie viel Personal steht für wie viele Kinder zur Verfügung? Dies hört sich erst einmal sehr einfach an, aber in der Kindertagesbetreuung haben wir es ja mit unterschiedlichen Betreuungszeiten zu tun. Halbtags-, Dreivierteltags-, Ganztagsbetreuung, unterschiedlich der einzelnen der Kinder. Für eine Halbtagsbetreuung wird natürlich weniger Personal als für die Ganztagsbetreuung benötigt. Deswegen müssen alle Betreuungszeiten aufsummiert werden und durch 40 geteilt werden. Somit erhalten wir sogenannte Ganztagsbetreuungsäquivalente für 5 Tage in der Woche. Demgegenüber werden alle Beschäftigungszeiten aufsummiert und diese durch die übliche Beschäftigungszeit von 39 Stunden geteilt. Somit haben wir die beiden Grundgrößen, nämlich Ganztagsbetreuungsäquivalente und Vollzeitbeschäftigungsäquivalente, was eben hier oben im Titel dann eben auch auf Ganztagsbetreuung bezogen auf Vollzeitbeschäftigungsäquivalente. Für unter Dreijährige wird natürlich... Jetzt ist noch zwischen den Altersgruppen zu unterscheiden, nämlich für unter Dreijährige wird in der Regel ja mehr Personal eingesetzt als für Kinder im Alter von 3 Jahren. Dieser Umstand wird in der Analyse dadurch Rechnung getragen, dass die Personalschlüssel auf der Ebene der Gruppen berechnet werden. Sie sehen, datentechnisch ist dies kein leichtes Unterfangen, da in der Auswertung zunächst die Gruppen identifiziert werden müssen, dann die Betreuungs- und Beschäftigungszeiten dieser Gruppen zugeordnet und dann eben kann erst der Personalschlüssel berechnet werden. Nun aber zu den Ergebnissen. Zunächst einmal der Vergleich zwischen den Altersgruppen und West- und Ostdeutschland. Zunächst zwischen den Altersgruppen. Der Personalschlüssel in Deutschland,
Hier ist das für Deutschland. Hier haben wir den Personalschlüssel für unter Dreijährige im Jahr 2012 und hier 2014. Sie sehen also für unter Dreijährige in 2014 in Deutschland einen Durchschnittswert von 1 zu 4,1. Also eine Vollzeitstelle für eine für 4 ganztagsbetreute Kinder. Wenn man das jetzt vergleicht mit dem Personaleinsatz für den klassischen Kindergarten, das sind nämlich von 3 Jahre bis zum Schuleintritt, sehen also deutliche Differenzen eben dazwischen, dass eben der Personaleinsatz für den Kindergarten oder für die unter Dreijährigen fast doppelt so hoch ist, Personal wie für den Kindergarten. Was Sie jetzt auch noch sehen, wenn wir das jetzt, die Altersgruppen sind sehr unterschiedlich, wenn wir das jetzt nochmal nach Ost und West differenzieren für die unter Dreijährigen, in Westdeutschland ergibt sich ein Personalschlüssel von 1 zu 3,4 und in Ostdeutschland für 1 zu 5,8. Sie sehen also deutlich, also in Ostdeutschland ist der Personaleinsatz ungefähr um 40% geringer als in Westdeutschland. Bei den Kindergartengruppen ist es nicht so stark, diese Differenz, aber auch der Personaleinsatz in Ostdeutschland ist deutlich geringer. Dieses kann man, was man positiv natürlich noch sehen kann, ist, wenn wir jetzt uns die zeitliche Entwicklung angucken, das sind jetzt jeweils die Differenzen. Hier ist nirgendwo ein Minus davor. Das heißt also, der Personaleinsatz wurde zwischen 2012 und 2014 grundsätzlich auch verbessert. Jetzt kann man natürlich nochmal, das ist eben die Besonderheit dieser Statistik, alles kann man auf der Landesebene und natürlich nachher sogar noch auf der Ebene der Jugendämter berechnen. Im Betreuungsatlas finden Sie entsprechende Tabellen eben dann auch zu den Personalschlüsseln. Aber was hier natürlich besonders auffällt, ist die starken Differenzen auch in Westdeutschland. Also wir haben hier in Baden-Württemberg 1 zu 2,9 und in Hamburg 1 zu 4,6. Das ist natürlich, wirft natürlich vielfältige Fragen auf, vor allem wenn man sich dann die wenn man sagt, Baden-Württemberg ist 1 zu 2,9 bis hin zu Sachsen-Anhalt war der schlechteste mit 1 zu 6,2. Also halb so viel Personal wird in Sachsen-Anhalt für unter Dreijährige nur eingesetzt. Und dies führt momentan auch zu einer sehr kritischen Debatte in Deutschland, ob die Bedingungen, unter denen eben Kindertagesbetreuung stattfindet, eigentlich viel zu unterschiedlich sind zwischen den einzelnen Ländern und es nicht notwendig ist, eine Qualitätsinitiative auf Bundesebene zu starten. Soweit zu den Analysebeispielen. Ich hoffe, Sie haben zumindest einen ersten Eindruck zu den umfangreichen Auswertungen und vielfältigen Fragestellungen erhalten, die mit der KJH-Statistik möglich sind. Vielleicht vertiefen Sie ja Ihre Erkenntnisse, indem Sie eigene Fragestellungen mit der Statistik in Ihrem Studium nachgehen. Nun komme ich zu meinem letzten Punkt. Wo finden Sie regelmäßig nicht nur die Ergebnisse, sondern eben auch die Analysen? Bisher habe ich Ihnen ja nur dargestellt, welche Daten zur Verfügung stehen. Aber es gibt ja auch mehrere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die die Daten analysieren und die entsprechenden Ergebnisse auch publizieren. Zunächst zu den Publikationen, die von der Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik herausgegeben werden. Hier ist als erstes unser Informationsdienst Comdat Jugendhilfe zu nennen. Ich habe Ihnen auch die letzte Ausgabe für jeden einen mitgebracht, können wir dann eben auch gleich verteilen. Zu nennen hier unser Informationsdienst eben Comdat Jugendhilfe. Hinter der Abkürzung verbirgt sich eben das kommentierte Daten Jugendhilfe. Also wir kommentieren die Daten im Rahmen der fachlichen und versuchen die fachlichen Entwicklungen aufzuzeigen. In Comdat Jugendhilfe werden natürlich die Ergebnisse aller Teilstatistiken kommentiert, aber die Kindertagespflege bildet immer wieder einen Schwerpunkt. So haben wir zum Beispiel im letzten Heft mehrere Beiträge zur Gesamtentwicklung der Kindertagesbetreuung veröffentlicht. Hervorzuheben ist sicherlich der Beitrag von Professor Rauschenbach, der die Entwicklung der Kindertagesbetreuung der letzten Jahre bilanziert und aktuelle Herausforderungen benennt. Ich habe Ihnen einmal 50 Exemplare mitgebracht. Ich hoffe, es müsste eigentlich für jeden eins dabei sein. Sie können Comdat kostenfrei auch abonnieren, würden das dann eben auch zum Beispiel als PDF per Mail
dreimal im Jahr bekommen. Alle Informationen, wie Sie da rankommen, sind eben in der Druckfassung hinten auf der letzten Seite auch wiedergegeben. Damit wäre ich auch schon beim zweiten Veröffentlichungsort, nämlich unserer Homepage. Dort finden Sie Hinweise auf alle Publikationen, aber auch kleinere Analysen, wie zum Beispiel die Schlüsseltabellen zur Kindertagesbetreuung, die ich vorhin kommentiert hatte. Die Internetadresse ist eben www.akjstadt-dortmund.de. Alle 3 bis 4 Jahre werden die gewonnenen Erkenntnisse gebündelt und in einem Buch zusammengefasst. Die Publikation haben wir Kinder- und Jugendhilfe-Report genannt. Bisher sind 3 Bände erschienen, sicherlich auch bei Ihnen in der Bibliothek vorhanden. Dann ist natürlich auch noch auf den Kinderbetreuungsatlas zu verweisen, der jetzt für 2013 hier eben aufgeführt ist, aber die Kollegin arbeitet auch schon an der Fassung für 2014 und er wird bald zur Verfügung stehen. Dann komme ich zu anderen Akteuren, die ebenfalls die Ergebnisse der Kinder- und Jugendhilfestatistik zur Kindertagesbetreuung nutzen. Hier ist als erstes der nationale Bildungsbericht zu nennen. Inzwischen sind 5 Berichte erschienen, auch diese sind im Internet alle abrufbar. Im Teil C des Berichtes wird die frühkindliche Bildung indikatorenbasiert untersucht und die wichtigsten Tendenzen herausgearbeitet. Der große Vorteil dieser Darstellung ist, dass auf 12 Seiten haben Sie die gesamte Entwicklung der Kindertagesbetreuung unter dem Bildungsgesichtspunkt zusammengefasst. Kriegt man einen sehr guten Überblick, aber eben auch es gibt ergänzende Tabellen, die auch im Internet veröffentlicht werden, zu jedem Teilbereich. Der nationale Bildungsbericht regt auch die Landes- oder Regionalebene an, eigene Berichte für die jeweilige Region zu erstellen. Hier sind nur beispielhaft auf den Bildungsbericht Ruhr und an einen kommunalen Bericht des Landkreises Sigmaringen verwiesen. Für das Land Thüringen, der kommt jetzt auch noch gleich, für das Land Thüringen wird in den nächsten Tagen eine Analyse des Betreuungssystems erscheinen, was sich sehr stark an der Logik der nationalen Bildungsberichte orientiert. In einem eigenen Kinderteil die frühkindliche Bildung ausführlich behandelt. Dann gibt es auch themenspezifische Publikationen. Hier ist das kürzlich erschienene Fachkräftebarometer der Kollegen aus der Weiterbildungsinitiative frühpädagogische Fachkräfte zu nennen, abgekürzt eben WIF. Sicherlich bei Ihnen auch allgemein bekannt, oder? Noch nicht? Ist sowas aber auch. Wenn Sie etwas über die Fachkräfte erfahren wollen, auch zum Beispiel welche Bedeutung insbesondere die Absolventinnen und Absolventen der Bachelorstudiengänge frühkindliche Bildung, Kindheitspädagogik im Arbeitsfeld der Kindertagesbetreuung haben, lohnt ein Blick in das Fachkräftebarometer. Dort werden auch die aktuellen Arbeitslosenzahlen sowie die Zahlen der Absolventinnen und Absolventen der Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen dargestellt und analysiert. Wenn Sie einen ländervergleichenden Blick einnehmen wollen, ist der Länderreport der Bertelsmann Stiftung sehr hilfreich. Die Grundlage der indikatorenbasierten Analysen ist fast ausschließlich auf die Kinder- und Jugendhilfe, aus den Ergebnissen der Kinder- und Jugendhilfestatistik erstellt. Allerdings finden Sie dort auch viele Hinweise zu rechtlichen Rahmenbedingungen der frühkindlichen Bildung in den einzelnen Ländern. Abschließend sei noch auf den Kinder- und Jugendbericht verwiesen, in dem auch die Ergebnisse der Kinder- und Jugendhilfestatistik immer wieder verwendet werden. Somit komme ich zu meinem Fazit für die heutige Sitzung. Ich versuchte Ihnen einen breiten Überblick über die amtliche Statistik Kinder und tätige Personen in Kindertageseinrichtungen und öffentlich geförderte Kindertagespflege zu geben. Dabei habe ich auf die Rahmenbedingungen sowie die Vor- und Nachteile der amtlichen Statistik verwiesen, Ihnen die Erhebungsinstrumente und die Erhebungswerke vorgestellt, Auswertungsmöglichkeiten aufgezeigt und die wichtigsten Publikationen benannt. Ich hoffe, es ist deutlich geworden, dass die Statistik ein umfangreiches Datenmaterial bereitstellt und vielfältige Auswertungsmöglichkeiten existieren.
Allerdings kann diese Statistik auch nicht alles. Ihre Stärken liegen in der regelmäßigen Erhebung zentraler Eckwerte sowie einiger Indikatoren zur Strukturqualität. Durch die einheitliche Erfassung in ganz Deutschland können wichtige Vergleiche zwischen Regionen, Ländern und Jugendamtsbezirken vorgenommen werden. Die Schwächen liegen sicherlich darin, dass das Erhebungsinstrument nur zeitlich verzögert an neue Entwicklungen angepasst werden kann. Und inhaltliche Fragestellungen, wie zum Beispiel nach pädagogischen Prozessen oder Effekten der Kindertagesbetreuung, nicht beantwortet werden könnte. Ich habe versucht, Ihnen einen systematischen Überblick zu geben, dabei konnte ich selten in die Tiefe gehen. Deshalb habe ich versucht, Ihnen nützliche Hinweise zu geben, wo Sie ergänzende Informationen finden können. Vielleicht konnte ich ja den einen oder anderen von Ihnen neugierig machen und Sie nehmen sich demnächst einmal die Ergebnisse der Statistik vor und machen Auswertungen in der nächsten Hausarbeit. Herzlichen Dank. Oh. Danke, Matthias. Ich habe es gleich sofort verstanden, weil nicht jetzt zu den Ergebnissen, sondern ich sag mal, auch bezogen auf die Studierenden, aber auch auf die spätere Arbeit. Auf die Studierenden bezogen würde mich interessieren, was du gesagt hast, man kann vertiefend vorgehen, da sind ganze Datensätze und du hast ja auch die Adressen angegeben. Was wäre denn zum Beispiel ein oder zwei Bachelor- oder Masterarbeiten, die man daraus schneiden könnte, ohne das gleich, wie soll ich sagen, ohne dass sie einfach nur rezipierend, also dass sie wirklich analytisch sind. Das wäre das eine. Und das zweite wäre für mich die Frage, was hilft das jetzt hier dem Jugendamtsmitarbeiter Oskar Meyer in Osnabrück, der hinter seinem Schreibtisch sitzt und diese ganzen Informationen durchblättert? Mhm. Okay, jetzt mögliche Themen zu Bachelor- oder Masterarbeiten. Die Grundauswertungen sind natürlich schon vielfältig gemacht worden. Das ist dann kann man immer nur gucken, was dann eventuell dann über längeren Zeitraum passiert ist. Aber wir haben ja auch neuere Merkmale, wie zum Beispiel das Befristungsverhältnis, also inwieweit befristete Arbeitsverhältnisse, die Arbeitsverhältnisse befristet sind. Da kann man sich ja noch mal etwas genauer darin vertiefen, auch daneben zu gucken, in welchen Ländern ist das besonders. Regional, denke ich mal, ist das nicht so interessant, aber gerade in welchen Ländern. Und dann kann man eben auch gucken, wie dort die Arbeitsmarktsituation ist und dann noch angrenzende Statistiken mit hinzunehmen. Also sowas wäre zum Beispiel unter den Gesichtspunkten eine interessante Sache, wobei es dann eben die Befristung eigentlich so der Auslöser ist, um zu gucken, womit hängt das eigentlich zusammen. Weil durch die Statistik werden erste Fragen beantwortet, aber es werden eigentlich auch immer wieder neue Fragen eröffnet. Und dann muss ich natürlich auch auf andere Ergebnisse zurückgreifen oder Erkenntnisse zurückgreifen. Das wäre zum Personal sicherlich dann die gesamte Betreuungssituation. Wir haben ja eben sehr große regionale Unterschiede in der Betreuungssituation. Und hier ist natürlich auch die Frage, womit hängt das im Einzelnen zusammen? Und dann kann man natürlich in so einer Bachelorarbeit dann auch sagen, ich nehme mir mal 4, 5 Jugendämter, wo es ganz unterschiedlich ist und kann dann eben versuchen, über zusätzliche Informationen, welche politischen Verhältnisse sind dort, welche Äußerungen gibt es vom Bürgermeister zu den einzelnen Entwicklungen der Kindertagesbetreuung, gerade bei den unter Dreijährigen, sodass man also kombinieren kann eben die Erkenntnisse aus der Statistik, Eckwerte mit zunehmend inhaltlichen Fragestellungen. Andere Sache ist, wir sehen eben, die Betreuungszeiten werden ständig ausgeweitet. Es gibt immer mehr Betreuungszeiten. Daran ergibt sich die pädagogische Frage, wie viel Fremdbetreuung kann man eigentlich zulassen? Wo ist die Grenze? Also so, dass dann eben pädagogische Fragestellungen dann auch dadurch angeregt werden. Dann, was hat der Jugendamtsmitarbeiter, der Jugendhilfeplaner davon? Der Jugendhilfeplaner kennt wahrscheinlich die Situation in seinem eigenen Land viel besser und in seinem eigenen Jugendamtsbezirk, als das durch die Statistik abgebildet wird. Meistens ist es ja auch knapp ein Dreivierteljahr verzögert, bis die Ergebnisse vorliegen. Aber er kann sich vergleichen. Und vor allen Dingen, er hat die Sicherheit, dass mit dem gleichen Instrument das erhoben worden ist. Deswegen ist es uns so wichtig, dass wir eben diesen Kinderbetreuungsatlas eben entwickelt haben, wo er wirklich alle 563 Jugendämter aufgelistet sind mit allen Indikatoren, sodass er genau sehen kann, wie ist es in meinem Umfeld. Kann auch sagen, oh, ich bin ein Jugendamt, in dem es sehr viele soziale Schwierigkeiten, Belastungen gibt. Kann mir Jugendämter aussuchen, in denen es ähnlich ist und finde durch diesen Vergleich heraus, habe ich viel, habe ich wenig, muss ich an bestimmten Stellen eben nachkorrigieren. Da hinten war noch ganz spontan eine Meldung. Ja, ich weiß nicht, ob ich es vielleicht sonst auch noch mitbekommen habe, haben Sie den Grund genannt,
warum das, also diese Masse an Kindern, die jetzt auf einmal, also die aktuell betreut wird, das war ja so ein sehr deutlicher Zuwachs. Was ist der Grund dafür? Also, ich habe jetzt halt spontan gemerkt, okay, was fällt dir so ein? Warum werden denn auf einmal so viele Kinder betreut? Zum einen sind ja jetzt Gesetze erlassen worden, dass jeder halt das Recht drauf hat. Zum anderen hat es vielleicht auch einfach was mit der Arbeitswelt zu tun. Also ich meine, die Kinder kommen ja nicht ohne Grund in Betreuung. Also ich hatte ja schon ein paar Hinweise gegeben. Es hängt Ausgangspunkt im Jahre 2005, 2006, als dann eben die gesetzlichen Grundlagen geschaffen wurden, war eben, dass eigentlich von der Fachwelt gesagt worden, in Westdeutschland ist die Betreuungsangebote viel zu gering. Die Eltern wünschen viel mehr. Also es geht aus, die Eltern wünschen das. Es gab seinerzeit durch das DJI eine Betreuungsstudie, in der eben repräsentativ in Deutschland alle Eltern befragt worden sind. Und daraus konnte man den Schluss ziehen, dass nicht 8% in Westdeutschland einen Betreuungsbedarf hatten, sondern 33% einen Betreuungsbedarf in Westdeutschland. Insgesamt waren es 35%, aber in Westdeutschland eben 32% einen Betreuungswunsch hatten. Und dieser Betreuungswunsch ist sicherlich, hängt mit der Erwerbstätigkeit beider Eltern zusammen, beziehungsweise bei Alleinerziehenden, sind zwangsläufig darauf angewiesen. Allerdings haben wir natürlich auch Situationen, dass es doch Kinder, es ist nicht unbedingt, dass weniger Geschwisterkinder geboren werden, aber der Abstand zwischen den Geschwisterkindern ist größer und eben auch das Umfeld ist eigentlich, es werden nicht mehr so viele Kinder geboren, sodass es durchaus auch schwierig ist, soziale Erfahrungen zu machen. Und das ist eigentlich auch, zumindest wird das von Eltern immer wieder genannt, dass das eben für sie als wichtig angesehen wird, dass Kinder in einem geschützten Raum mit anderen Kindern agieren können und das eben so früh wie möglich. In Westdeutschland gab es eigentlich eine Auffassung, die eben auch sehr stark durch die Kirchen geprägt waren. Wenn man sein Kind vor dem dritten Lebensjahr anderen Menschen, anderen Personen gibt, dann ist man eine Rabenmutter. Das hat sich zum Glück Anfang der 2000er Jahre doch deutlich gewandelt. Und das ist eigentlich auch noch ein Grund mit, warum das dann eben so eine starke Akzeptanz nachher dann auch gefunden hat. Ja, bitte. Also, ich meine, die Familie liegt da, aber es wird immer noch sehr stark zwischen Ost und West unterschieden. Also, was kann man da sagen konkret? Ist einfach die Zeit noch nicht so lang, dass da, dass die quasi, dass es denen auch wieder gut geht, sag ich mal, oder besser geht, oder so gut geht, für den Westen. Also die Kinderbetreuung kann man ja nur aus der Tradition heraus verstehen. Da kann Hilmar Hoffmann, der hat ja zur Tradition der Kindertagesbetreuung in der DDR geforscht und kann da sicherlich noch etwas vertiefter im Grunde genommen dann ein paar Hinweise geben. Aber es hat sich eigentlich im Arbeiter- und Bauernstaat, zumindest habe ich es immer so verstanden, gab es eine ganz andere Arbeitsphilosophie. Alle sollten die Möglichkeit haben und waren auch dann, weil es der DDR am Anfang relativ schlecht ging, waren sie darauf angewiesen, dass alle arbeiten. So, und dann eben auch nicht nur Männer, sondern eben auch Frauen. Und es gab eben nicht dieses religiös motivierte Familienbild der heilen Familie, sondern eher des sozialistischen Kollektivs. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches an der Stelle. Sodass auch der Aspekt aus staatlicher Gesichtspunkten, Kinder sollten möglichst schnell eben auch in staatliche Institutionen, um eben in den hinein sozialisiert zu werden in den sozialistischen Gedanken. So. Und dadurch hat sich das eigentlich in den 60er Jahren entwickelt, dass eben es üblich war, mit dem ersten Lebensjahr, die Frauen sollten dann arbeiten, mussten auch arbeiten, weil es eben notwendig war. Und dann wurden die Kinderbetreuungsmöglichkeiten geschaffen. Und zum Ende der DDR war die Quote der die Versorgungsquote lag bei knapp 60%. Der unter Dreijährigen, also das, was wir jetzt inzwischen erreicht haben. Und die ist dann wieder zurückgegangen, weil eigentlich die Beschäftigungssituation zurückgegangen ist, Unsicherheiten waren, wie viel ist jetzt notwendig und so weiter. Aber diese Tradition, dass eben, oder diese Auffassung, dass die Frauen eben auch so früh wie möglich wieder arbeiten können und wollen, das ist dort viel mehr bei den Leuten verankert als jetzt in Westdeutschland. Ja.
vielleicht noch einen Hinweis zu dem, was du gesagt hast, weil du hast ja auch beschrieben, dass auch eine Erzieherin in den östlichen Bundesländern fast doppelt so viele Kinder teilweise kommen, zumindest im Krippenbereich, also beim Kindergarten ja anders. Ich weiß nicht, ob du dafür eine Erklärung hast, also ich weiß natürlich aus meinen Untersuchungen früher, dass dadurch, dass die eine zentralistische Planung in den Kindergärten der DDR und in der Krippe hatten, einen Plan, den eine Person abgearbeitet hat mit den Kindern, eigentlich gewohnt waren, mit einer Person in einer Gruppe zu arbeiten. Ich weiß aber nicht, ob dieser historische Grund ist, warum der Personalschlüssel so unterschiedlich zwischen Ost und West ist. Weil, ich sag mal, wenn man das hochrechnet, auch wie viele Kinder vor mir stehen, dann ist das ja schon erheblich. Also es muss sich einfach diese Tradition weiter fortgesetzt haben, die du gerade angesprochen hast. Eine Erzieherin ist den ganzen Tag für ihre ganze Gruppe zuständig. Die Gruppen waren in der Regel auch kleiner. Die hatten dann 15 Kinder ungefähr. Eine Erzieherin, die waren eben von morgens bis abends zuständig. Dann gab es dann Ergänzungskräfte, die dann teilweise dazugekommen sind und unterstützt haben. Das war... Meine Vermutung hatte ich auch dadurch, dass es in Ostdeutschland so lange Betreuungszeiten gibt. Also alles, was dort angeboten wird, fängt grundsätzlich von 7 bis 17 Uhr ist das. So, und das natürlich angegeben, das wird natürlich als Betreuungszeiten angegeben für die Kinder, die dort angemeldet sind, die Öffnungszeiten. Ob die Kinder dann wirklich auch dann die 10, 11 Stunden dort sind, das war immer für mich die Frage, sodass es vielleicht sein könnte, dass ich in der Kernzeit ein relativ guter Personalschlüssel darstellte, aber dann in den Randzeiten immer schlechter. Aber eigentlich in der Statistik wird es so ausgewiesen, als wenn diese Kinder die ganze Zeit da wären. So, und das konnte ich leider noch nie empirisch überprüfen, weil da muss man wirklich in viele Einrichtungen gehen und beobachten, wie viele Kinder denn überhaupt da sind. Und das ist immer schwierig, weil in Nordrhein-Westfalen gab es mal diesen Ansatz, auch von der Landesregierung, da gab es eben auch nur Vormittags- und Nachmittagsplätze und nachmittags waren die Kinder eigentlich selten da. Dann sollte das eben überprüft werden und es gab natürlich sehr viele Ressentiments von den Einrichtungen und ob alle dann richtig geantwortet haben, war immer so eine kritische Frage. Deswegen also, ob die Kinder nun wirklich da sind oder nicht da sind, kann man empirisch nur ganz schwer. Man kann sich natürlich hinsetzen und dann gucken, ob die da sind, aber wenn man darauf angewiesen ist, dass die Einrichtungen das festhalten, wann die Kinder da sind, muss man damit rechnen, dass das eben auch ein bisschen geflunkert wird. Also es sind diese ganzen Werte, beziehen sich darauf, dass die Kinder im Grunde in dieser Kindertagesstätte angemeldet sind, oder? Also es wird ja pro Kind erfragt, wie ist die vertraglich vereinbarte Betreuungszeit, und das in Stunden inzwischen. Zum Glück, also vorher hatten wir so Kategorien. Also wird zum Beispiel angegeben, pro Woche wird das Kind 25 Stunden betreut, jeden Tag 5 Stunden. Das wird eben angegeben. Oder eben, wenn es eine Ganztagsbetreuung ist, das wird eben 10 Stunden pro Tag, also insgesamt 50 Stunden in der Woche eben betreut. Wir wissen nicht, ob es dann wirklich 50 Stunden da ist. Eine Krankheit so und so nicht, aber es kann ja auch sein, dass den Eltern nichts anderes angeboten wird. Also aus finanziellen Gründen oder vielleicht, wenn man ein zweijähriges Kind hat, will man vielleicht auch ein bisschen Zeit mit seinem Kind verbringen und hat meinetwegen freitags frei, dann will man freitags dann eben auch mit seinem Kind zusammen sein und sagt, dann nehme ich das eben, will ich das gar nicht betreut haben. Nur es gibt gar kein Angebot, dass ich sage, ich will Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag jeweils 6 Stunden haben. Das Angebot gibt es nicht, sondern ich muss dann die Freitag die 6 Stunden auch dann dazu buchen. So, deswegen wissen wir nie so genau, wie viel Spielraum da eigentlich ist. Und das kann natürlich, je größer dieser Spielraum ist und die Erfahrung in den Einrichtungen ist, dass man dann eben die Personen dann eben konzentrieren kann auf die Zeit, wo die Kinder dann wirklich da sind, dann haben wir natürlich auch einen besseren Personalschlüssel. Also wie gesagt, das wäre so eine mögliche Erklärung, dass lange Betreuungszeiten vereinbart sind, die Kinder aber nicht immer da sind, sodass dann in den Zeiten, wo die Kinder da sind, der Betreuungsschlüssel dann vielleicht doch etwas besser ist. Aber es wird auch berichtet eigentlich wirklich aus Brandenburg zum Beispiel, weiß, über Diskowski, der hier auch vorgetragen hat, dass es wirklich solche Situationen gibt wie 1:6. Es gibt da mittlerweile auch ernstzunehmende Hinweise, du hast gesagt, dass vielleicht keine Angebote gemacht werden. Viele Eltern haben auch mittlerweile die Befürchtung, wenn sie das Tableau in einer Einrichtung haben, also bis zu 5 bis 7 Stunden oder bis zu 10 Stunden, dass sie den Platz nicht erhalten, wenn sie nicht die Vollzeitvariante nehmen.
also es hat mehrfach, ist ja durch die Presse gegeistert, dass viele Eltern die Erfahrung gemacht haben, also wenn sie sich nicht für die Vollzeitvariante entschieden haben, dass sie dass im Zusammenhang dazu bestünde, dass sie eventuell keinen Platz mehr haben. Und das ist natürlich nochmal eine andere, ganz, ganz heikle Geschichte, dass sie praktisch das Gefühl haben, sie müssen sich ganz darauf anmelden, obwohl sie vielleicht nur 5 Stunden brauchen. Ja. Und nachher dann auch nur 5 Stunden wirklich da sind. Dann. Ja, ja, dann das ist dann schon da. Das ist natürlich positiv für den Personalschlüssel. Sie hatten sich nochmal gemeldet? Ja, ich wollte nur dazu sagen, dass als ich in Hort gearbeitet habe, dass ich bei den Anmeldungen auch stark gemerkt habe, dass da extrem aussortiert wird. Natürlich würde man vielleicht am ehesten sagen, dass natürlich den Menschen das eher weniger bevorzugt werden sollten, die halt echt Vollzeit berufstätig sind, weil da geht es halt irgendwie nicht anders, sonst kann niemand das Kind da sein, aber zum Beispiel, also man kann das ja schlecht über alles so einen Kamm stellen und auch welche, die jetzt vielleicht nur ein bisschen arbeiten oder so, können das genauso gebrauchen oder vielleicht tut es dem Kind auch einfach gut, weil da irgendwie auf die soziale Kontakte kommen oder was auch immer. Das wollte ich eben sagen, dass wir das auch, dass das schon aussortiert wird und auch nach der Zeit geguckt wird, also dass man dann echt denkt, so ja, okay, gut, wenn die, wenn man da, das Kind halt eh immer schon nach dem Mittagessen abholt, dann lohnt sich der Platz hier ja gar nicht mehr. Dann können wir lieber wieder anderes geben. Ja, es lohnt sich ja für die Einrichtung unter Umständen auch aus Personalplanungsgründen, viele Vollzeitstellen zu haben, weil die anderen es refinanzieren. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Matthias, dass du in diesen Stoff eingeführt hast. Bei Ihnen. Wir sehen uns dann am Samstag zu unserem Planspiel. Stellen Sie sich darauf ein, in unterschiedlichen Räumen, 7 Räume insgesamt verteilt zu werden. Kriegen Sie alles noch schriftlich. Wir treffen uns jetzt mit der Planungsgruppe bei mir im Besprechungsraum. Und wenn wir alles durchgekaut haben, werden wir uns dann bei Ihnen melden. Spätestens morgen früh. Schönen Tag. Ach, hier. Ach so, ja.